Moin Leute, wir probieren jetzt hier den zweiten Teil von Klingenfahrt. Und zwar müssen wir jetzt ja hier noch einmal von der Quest abschließen, hier Mission beschwören, abgeschlossen. Ja, da gibt es ja leider anscheinend einen Bug. Ich weiß nicht, ob es am Server lag oder an meinem Internet, keine Ahnung, aber das müssen wir jetzt erstmal nochmal bespielen hier. Hier in der Mission beschwören gab es auch einen Fehler. Ich konnte da bei einem auf einmal mein, was war das, ein Solarstab oder was immer das sein mag, da diese komischen Prismen da reinstopfen, hat irgendwie gebuggt. Also anscheinend sind da so einige Fehler drinne, Meine einige Herren Bugs. hatte Mal gehofft, gucken. es würde nicht so weit kommen, aber nur Amateure bauen auf Hoffnung. Hört ihr das an? Wenn Xiboarad erfährt, was die Hüter in meinem Verlies vorhaben, wird sie tun, was sie immer tut: angreifen. Zu unserem Glück sterben ihre armen Zorngeborenen so gern. Sie werden tolle Tribute abgeben. Vorausgesetzt, die Hüter überleben lang genug, um sie einzusammeln. Okay. Ja, wie gesagt, also ich habe ganz oft den Bug B gehabt, ja. B-E-E. Warum? Ich sag, weiß ich nicht. Dann hatte ich Destiny Server werden kontaktiert. Ich weiß nicht, woran es war. Keine Ahnung. Vielleicht geht Als es jetzt ich die auch nicht. Mal Säule gucken. entdeckte, sah ich Ketzerei, einen Tempel des Himmels. Ich wollte ihn zerstören. Doch jetzt sehe ich Wahrheit. Sie ist auf einem Fundament des Todes erbaut. Ein Tempel des Schwertes. Okay. Solch reine Logik, dass selbst Himmelskrieger sie verehren. So, ich wieder, ich hoffe, es läuft jetzt rund hier, ey. Und ich schaffe es endlich. Eieieiei. Wie gesagt, nervt mich halt auch ab, ne? Man will halt eben in Ruhe hier die wöchentliche Story spielen von Woche 3. Dann am Anfang klappt einigermaßen alles gut und dann auf einmal ist das hier alles buggy und nichts funktioniert. Also nervt mich da natürlich hart. Mal gucken, ob mich das Spray auch hier nochmal nervt. Mal abwarten. So, und immer schön, nicht vergessen, immer schön Beutezüge mitnehmen. Vor allem auch die von Sabatons Thronwelt. Davon finden die Beutezüge mitnehmen. EDC, EDC, ne? So, haben wir die ersten beiden Hexen. Unsere Rituale wurden von der Verschlingerin der Schwäche entdeckt, der Göttin der Verrottenden, Xibu-Arad. So. Zeigt ihr, dass nicht mehr nur die Schar die Schwertlogik nutzt. Die beiden Hexen kennt man schon. Die eine macht diesen Solarschaden, die andere macht leere Schaden. Das kennen wir aber schon, wie gesagt. Kurz mal gucken. Auch ein bisschen nervig, dass man hier mitten in so ein Feld eintaucht. Das ist ein bisschen blöd. Das ist von der zweiten Hexe, wie gesagt. So. Kommt schon. Die Immun gibt's nicht. Naja. Das ist natürlich schnellstmöglich jetzt hier abhandeln, weil ich kenne das ja schon alles und ich hoffe, dass die Server jetzt stabil bleiben, ey. Ach man, jetzt hat die eine Hexe mich schon wieder hier so einen blöden Kram hier. Und die Füße geknallt. Sag mal. Die ganze Zeit hier welche oder was? So, die eine Hexe ist weg. Die kann ich auch gleich mal, zweimal, dreimal vielleicht sogar.
So, erst Part erledigt, das ging ja recht fix. In deinen Tributen spüre ich Jahrtausende voller Eroberungen. Das ewige Schwert der Scham, bereit, die Welt zu zerteilen. Lügner, Feind, Anbeter! Du verleugnest mich, selbst während du mir Tribut zollst! Richte deine Waffen gegen mich! Denn ich bin die Zerstörung, die du erschaffst! Okay. So, zum zweiten Part, wie gesagt, da hat's auch gebuggt. Da hast du drei, was sind das, Schüsseln, da musst du halt eben diese Solardinger hinbringen und das war halt eben nicht möglich vorhin. Sibu Arad würde jeden Konflikt beanspruchen, doch sie ist nicht mehr die einzige Schargöttin des Kampfes. Entreiße ihren Klauen diese Tribute, denn sie gehören nun mir. So, wo ist jetzt der eine? Also hier kommen gleich drei Schüssel. Die sind drei Schüssel, da müsst ihr jeweils einen so ein Dingensbummes reinstopfen. Das sind aber hier die, wo sind sie? Da, die sind markiert, die müsst ihr abschießen. Die hier, das sind irgendwie so Träger von irgendwas. So, lässt jetzt hier so ein Kristall fallen, so genau. Den müsst ihr da hinbringen, ihr kriegt aber auch Damage, muss ich dazu sagen. Ihr kriegt auch Damage. Ihr müsst ja ein bisschen gucken, wie ihr das hinkriegt. Kriegt leider auch hart Damage. So, den ersten stopfe ich dann mal rein hier. Guck mal, hat schon wieder nicht gezählt. Doch, hat gezählt. Okay, wie gesagt, ihr dürft dann halt danach nichts drücken. Wie gesagt, es ist noch buggy irgendwie. Da ist, stimmt irgendetwas nicht. Sag ich gerne nochmal, da stimmt irgendwas nicht. So, jetzt haben wir es wohl geschafft. Wo ist der Boss? Kein Boss da? Deine Tribute schärfen eine Klinge, die schon bald das Herz des Krieges durchbohrt. Super Boss. Ja, Super Boss. Habe ich jetzt einen Super Boss? Preise mich mit deiner Gewalt, wie du es immer getan hast. Okay. Das lief bis jetzt ja ganz gut. Mal gucken, was uns jetzt noch zum Schluss erwartet. Oh ja. Oh, nicht gut. Du verdienst den höchsten Tod, den ich dir gewähren kann, Anbeter. Oh. Der Leviathanfresser macht sich zu deinen Ehren bereit. Ja. Die Frage ist, kann ich dem schon Damage machen? Ja, okay. Moment. Tarnfresser hat deine Fähigkeiten getestet. Er wird mit Verstärkung zurückkehren, sobald Xibus Brut sich versammelt hat. Was? Manchmal glaube ich, meine Herrin vertraut dir mehr als ihrer eigenen Brut. Sie hat hier was für dich. Wenn die Hüter den Angriff meiner Schwester überleben, dann wegen ihrer Wildheit, nicht ihrer Gnade. Xibu Arad wird begeistert sein. Die Hüter werden es natürlich Selbstverteidigung nennen. Doch diese Selbsttäuschung verblasst irgendwann. Irgendwann werden sie zugeben müssen, dass sie dem Schwert genauso folgen wie meine Schwester. Es ist so schön, wenn Leute, die wir lieben, sich gut verstehen, findest du nicht? Oh, das war's schon. Nice. Gut, Nachricht erhalten. Dann gehen wir direkt dahin. Ja, so schön. Haben wir das doch geschafft. Mando, aber wie gesagt, vorhin, als ich das aufgenommen habe, da war es nur am Buggen. Wenn es bei euch buggt, müsst ihr ab und zu sogar zurück in Orbit gehen und wieder neu starten. Das Problem ist halt, wenn ihr da diesen Kristall reinstopft in diese Schalen, müsst ihr nach erstmal nichts drücken, bis der Kristall in der Schale auftaucht. Wenn ihr währenddessen irgendwas anderes drückt, kann das sein, dass es buggy ist. Warum? Weiß ich nicht genau.
Aber es ist wirklich so. Also das ist irgendwie ganz, ganz komisch und nervt auch leider. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fehler auch hattet, keine Ahnung, aber da müsst ihr halt drauf achten. Ich habe eben, als ich die Kristalle reingestopft habe in diese Kelche oder in die Schalen, habe ich danach nichts weiter gedrückt und gewartet, bis dieser Kristall endlich auftaucht da und dann ist gut. Guck mal, jetzt kontaktiert schon wieder Destiny 2 Server. Was ist denn da los? Was soll das denn? Verstehe ich nicht. So, die Waffen kann eigentlich weg, die brauche ich eigentlich nicht. Hier mache ich dann her eh fertig mit als Dings hier, wie heißt, als gecraftete Waffe, die können weg. Hm. Da muss ich mal gucken, ob ich die noch behalte. Hm. Ja, wie gesagt, man sieht, ich bin immer noch vollgepackt bis oben hin. Das ist leider so, ich kann ja auch nicht ändern. Doch, kann ich schon ändern, aber da habe ich keine Zeit für. Micromanagement ist das Problem. So, da sind wir jetzt. Bei 18 von 51. Ja, Fehler B. Schon wieder. Ja, wie gesagt, Fehler B. Ganzen Tag heute gekriegt, bis jetzt bei Destiny 2. Nervt mega ab. Ich weiß nicht, was das soll. Womit das zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung, aber es nervt halt hart ab. Und wie gesagt, wenn ihr den Fehler auch habt, dann weiß ich auf jeden Fall, es liegt nicht an mir, sondern an den Bungie-Servern, dass sie da irgendwie rumfummeln. Oder was weiß ich. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie komisch. Sehr, sehr komisch. Und das ist halt richtig nervig, wenn ihr in der Aktivität gerade seid. Und dann fliegt ihr direkt raus mit B-Fehler und dürft dann wieder join da oder so. Und dann buggt das da irgendwie im Spiel. Das ist sehr, sehr suboptimal, was Spielspaß angeht. So, muss man kurz was gucken. Warte mal, wo ist jetzt die Poststelle? Da. Die kann auch weg. Wie gesagt, ich hau das jetzt einfach weg. Wie gesagt, ich brauche einige Sachen einfach gar nicht. Ich spiele eben meine Standardsachen, die reichen mir auch. Und ja. Dich zu sehen, Hüter. So, erstmal Nachricht noch anhören hier. Kaum zu glauben, was für taktische Berichte ich hier verfasse. Vorhuttruppen, die Tribute für die schargebundene Aerys Morn sammeln, haben Xivu Arads Truppen in Sabatuns Thronwelt angegriffen. Wir sind zwischen den Schwestergöttern des Kampfes und der Lügen gefangen, um die wieder zu beleben, die uns das größte Leid angetan haben. Selbst ein Sieg ist ein Verlust. Wir haben einen unfairen Handel akzeptiert. Sabatun wusste, wir können Xivu Arad nicht besiegen. Niemand gewinnt gegen den Krieg selbst. Aerys versteht das besser als wir alle. Ich weiß, dass sie einen Plan schmiedet. Aber ich muss auf alles Unerwartete vorbereitet sein. Falls ihre Verwandlung ihr Urteilsvermögen beeinflusst, wie könnte ich es wissen? Wie würde ich sie beschützen? Hüter, sei vorsichtig. Wir haben schon so viel an die Schar verloren. Sie dürfen nicht noch mehr kriegen. Okay. Hab's verstanden. Nicht draufgehen. Das war schon mal schick. Schick. So, jetzt kommt bestimmt noch mal eine Nachricht hier. Genau, Funkspruch. Mal gucken, was für einer ist. Ihr stellt euch also Xivu Arads oberstem General. Ich gucke gerne dabei zu, wie ihr unsere Drecksarbeit macht. Ich habe mich durch Sabatuns Archive gegraben und diese kleine Perle gefunden. Die ist ungefähr 1 Million Jahre alt. Ich dachte, du solltest wissen, mit wem ihr es da aufnehmt. Zum ersten Mal haben uns die Ammoniten gebrochen. Horden meiner Brut verrotten als Tribut. Und der Geruch von Schwäche hat uns erreicht. Aber unsere Feinde haben ihre eigenen Küdersterne. Ihr Chroma-Admiral verlässt das Schlachtfeld, um sich zu ihrem schwächlichen Leviathan zu gesellen.
etwas Besonderes zu sein. Die Ammoniten hatten den Reisenden einen Leviathan und sogar ihr eigenes Licht. Ihre Zivilisation lässt euch erbärmlich aussehen. Aber es gibt sie nicht mehr, weil Xivus Brut sie ausgemerzt hat. Jeden einzelnen von ihnen. Und ihr seid als nächstes dran. Na, das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir noch mal sehen. So, wir gehen noch mal kurz gucken hier. Wir gehen noch mal kurz gucken hier. Ja, hier backt das auch ab und zu mal. Ja, wie gesagt, die zwei Geheimnisse von Woche 3 gefunden. In Saut und Säule. Dann hier, wie gesagt, ein paar Dinger hingestellt schon. Ja, die verdeckte Karte aufgedeckt und sowas alles. Aber mein Tipp ist halt, wenn ihr halt Sachen von dieser Season spielt, ja komm, den looten wir jetzt mit. Auf jeden Fall hier eine Rüstung zusammensetzen, komplett, die gut ist, ja, eine raussuchen und die dann komplett tragen, 4 Gegenstände von diesem Season-Set, weil damit ihr halt dann hier, wie gesagt, das hier habt, Extremeter Access, ja, 4 Gegenstände tragen, dann kriegt ihr höheren Rufrang-Bonus, wenn ihr halt die Aktivitäten spielt. Zudem natürlich nicht vergessen, hier die Waffe mitnehmen, wo ihr dann halt noch einen Bauplan von haben möchtet, die natürlich auch fertig machen und, ja, muss mal gucken, welchen Bauplan ich hier noch mitnehme. Das werde ich noch entscheiden, das weiß ich noch nicht genau. Und ja, immer verdeckte Karten finden, gibt es auch immer wieder. Dann habt ihr natürlich, wie gesagt, hier auch bei den verdeckten Karten hier auch Missionen, die ihr noch machen könnt und solltet. Und zwar sind das ja diese hier. Ich zeige es mal eben alles kurz mal eben. Wo sind die denn hier? Da sind die Missionen, da steht auch, was ihr machen müsst, ja. Die müsst ihr auch erfüllen, da gibt es auch extra Sachen dafür. Da gut, die saisonale Herausforderungen sowieso machen. Und dann haben wir hier natürlich, wie gesagt, noch dann hier die Lore, die gerade aufgedeckt wurde. Warte, ich muss mal kurz ein paar Sachen einlösen noch. Ja, Prämie hier, zack, zack, zack. Da Funksprüche, hier das und hier und da. Ich möchte Akolyt, da haben wir schon den ersten Teil erledigt. Und dann haben wir hier natürlich noch hier Baupläne. Wie gesagt, da kann ich dann, glaube ich, mal das Scout-Gebär gleich mal bauen vielleicht. Ja, das können wir nochmal machen dann. Medaillen Lore, genau, da wollte ich hin. So, wir haben einmal hier die Lore gekriegt irgendwo. Ich muss mal gucken, wo das war. Hier einmal bei Vorzeichen ist das, glaube ich, einmal hier. Nummer 3. Ja, das könnt ihr, ich meine, selber durchlesen, mal eben stoppen, selber durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich gehe jetzt mal eben schnell mal eben runter hier. Wie gesagt, immer wieder mal stoppen und dann könnt ihr es selber durchlesen. Ich lese jetzt nicht vor, ist zu viel. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil es ist einfach viel zu viel. Aber wie immer, wir sollen vernichtet werden, also ist nichts Neues. Also von daher kennen wir es eigentlich schon. Ja, mal gucken, wie es dann nächste Woche weitergeht. Mal schauen, bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Und ja, bis jetzt die wöchentlichen Stories von Saison 22, Saison der Hexe, gefallen mir eigentlich ganz gut. Und ja, wenn das aktuell nicht so buggy wäre, wäre das noch besser, sagen wir es mal so. Aber aktuell ist ja ein bisschen buggy, so wie jetzt zum Beispiel. Neuführung wird versucht, B-Fehler. Ja, warum das so ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, da haben wir noch irgendwas gefunden. Achso, ne. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, was das soll. Ich habe keine Ahnung, ob das bei jedem ist oder nicht. Es nervt auf jeden Fall hardcore. So kann ich nämlich nicht spielen, um ehrlich zu sein. So, da haben wir noch Eris Morn hier, Nummer 7 eingelöst hier. Irgendwas gekriegt hier. Zivorat unsterblich hier einmal, irgendwas. Ja, dann habe ich noch erstmal die Seherin wirft Knochen aus. So, dann haben wir alles. Ja, wie gesagt, warum jetzt immer so ein Bug kommt mit B-Fehler, weiß ich nicht. Wie gesagt, könnt ihr ja berichten, ob ihr das auch habt. Danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim selber spielen. Na, schon fliege ich wieder raus. Coole Sache. Das läuft ja rund. Vielleicht soll ich mal meinen Router mal neu starten. Vielleicht hilft das ja. Naja, jetzt sind wir auch raus. Danke für den Support und tschüss.